Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Moin. Wir sind heute einmal bei den Angelteichen in Beverstedt am Teich 3. Und wir wollen heute einmal... Ja, mal gucken, ne, was die Fische so machen. Also die Hinfahrt war scheiße, im Dauerregen, wirklich ja, Schneetreiben. Genau. Was ist denn jetzt los? Aber hergekommen und es ist Sonnenschein da. Es gibt ja gute Wetter-Apps und gesagt, komm, das hört irgendwann auf. Und dann... Und hoffen wir mal, dass was geht. Ne? Genau, heute wollen wir einmal ein paar etwas größere Teich 3. Du warst ja, hast bisher aber noch gar nicht an dem Teich gegangen. Doch, irgendwann mal, aber schon lange her. Ja. Achso, du hast ja relativ schnell gewechselt. Ja, genau. Ja, ich bin da an den Zweier gegangen. Ja. Und aber der Dreier ist spannend heute, ne? Genau, richtig. Da wollen wir mal probieren. Ich werde auf jeden Fall Libralur auftreiben fischen und Gummiköder. Und du willst welche Montagen? Na gut, du weißt ja, dass ich beim Powerbait-Formen nicht so der perfekte Mensch bin. Nee, aber lieber kommt mir genau entgegen, einfach dranhängen und fertig. Genau. Ob das dann immer klappt mit Libra, ist so die andere Frage. Ne? Da musst du auch andere Dinge probieren. Genau. Und heute haben wir eigentlich so einen richtig schönen Herbsttag. Also, ja. Also Oktober hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber es ist kein Oktober mehr. Ne? Genau. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, in die Kommentare damit. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentieren und Like. Und wir wünschen euch viel Spaß bei dem Video. Auf. So Leute. Also, ja, Libralur, Lava fange ich an. Grundroute 2,5 Meter, also tiefgestellt und ja, werde so ein bisschen einmal hier ein bisschen links fischen. 6 Sekunden, dann lassen wir mal da stehen. So, also, ja, Gummiköder fange ich an. Wir haben so ein bisschen Fischchen oben gesehen. Mein 70 mm Weichchartreuse. 4er Haken, 3,3 mm Tungstenperle und werde mal einfach ein paar Wurf machen, gucken oben so ein bisschen. Heute haben wir, es ist doch Rückenwind, eigentlich sollten wir Seitenwind haben. 4, 5 und werde erstmal damit probieren so ein bisschen. Ich hatte angefangen mit dem Gummiköder aktiv zu fischen, Frank natürlich mit beiden Routen passiv und ich hatte einmal die Grundroute so ein bisschen links von mir aufgebracht. An eine Kante ran, mit Libralu erstmal auftreibend und da dann erstmal probieren, welche Farben funktionieren. Weil so viele Vorinfos hatte ich nicht, aber ich wusste, es würde nicht ganz einfach werden. So, jetzt ist er mal drin. Noch nicht so weit. Schön, Fahrerkast. Du musst noch flacher. Fahrerkast, Fahrerkast. Warte, kommt gleich. Das ist wichtig, dass beim Keschern lächelt, damit man die Fische in keine Angst hat. Versuch die aufzuhalten. Mit der Kamera hatten wir doch heute so. Ja, aber lass dich drauf, wegen so einem Scheiß nicht so Wasser werden, Alter. Ja. Wir leben, das Wetter ist gut, wir können hier angeln, eine wunderbare Anlage. Scheiß auf die Kamera, das ist nur eine blöde Kacktechnik, mehr nicht. Da darf man sich nicht die Kamera sein. Ja, einfach abhaken, nach vorne schauen. Und wir haben doch einen Fisch. Die haben schon Dampf, ne? Also da. Jawohl, danke dir. Oh, Biss. Ja, geil. Kenn den Marker. Oh, nochmal. Ja, die kommen jetzt langsam. Der Anfang war gemacht und ich hatte gesehen, oh, die neu besetzten Fische, die sind erstmal sehr viel am Rand rumgeschwommen. Und danach hatte ich auch eine vorne stehen sehen. Ja. Zugeschwommen. Aber erst geguckt, dann zugeschwommen und dann wupp. Gummi, ja? Ja, Gummi. Und das ist weiß-orange, ne? Ja. Ah. Oh, oh. Ja, wird dann auch so ein Gummi, weiß-orange. Vorne an der Kante. Jetzt eh schon gerade, ist das gut, wenn man sich bald angelt, kann man sich auch. So, vielen Dank.
So Leute, ja, es hat mit dem ersten Fisch geklappt und ja, ich habe gerade die Rundrute rausgebracht und habe den Fisch da so vorne stehen sehen. Also wir haben gerade mit Frank so ein bisschen die Vermutung gehabt, vielleicht überwerfen wir sogar die Fische. Und ja, dann habe ich den Fisch vorne gesehen. Ja, also ich habe nicht einsaugen lassen, sondern vorbeigeschmissen und dann so ein bisschen lang zuppeln. Und habe ich gesehen, ist er erstmal, wupp, hat er gefallen und dann los und ganz ruhig. Also momentan behalten sie sogar wirklich die Gummiköder drin, wirklich im Maul behalten. Und dann habe ich gesagt 21, 22 und dann ja, kam der super schöne Fisch. Also so ungefähr 1,5 Kilo hat sie jetzt der Anfang gemacht. Ich bin ein bisschen besser drauf, weil heute gab es Probleme mit der Kamera. Aber jetzt läuft alles. So Leute, also ja, wieder war es mein 70 mm Köder. Ja, ich habe den Fisch hier vorne gesehen, direkt vor den Füßen. Und man sieht immer wieder die Goldies hier so lang schwimmen. Also wirklich direkt hier unten an der Kante. Und ja, ich habe gesehen, ich habe den Fisch nicht einsaugen lassen, sondern wirklich nur so top vorbeigeworfen, absinken lassen und dann halt so lang gezuppelt. Ich habe gesehen, hat er sich erst angeguckt und dann eingesaugt und jo, dran war sie. Ja, wenn er Interesse habt an den Ködern, wisst ihr, eBay-Kleinanzeigen, Bock auf Forelle. Ja, der Bann war gebrochen und nach dem anfänglichen Stress, den habt ihr nicht mitbekommen, da hat meine Kamera so ein bisschen gestreikt, hatte ich den Fisch gefangen und eine kleine Erlösung war das. Aber wow, wir hatten gemerkt, es war heute definitiv nicht einfach. Man hat die Fische oben gesehen, aber sehr wenige Bisse bekommen. Die Sonne hat die Fische runtergedrückt. Oh, Biss. Oh, weg, weg, Mann, weg, weg, oh, aber so. Ja, es kann ja auch sein, dass wir auf einen zugeschwommen kommen, ne? Also, ja, ja. Das scheint aber zu gehen. Ja. Auch lieber. Ja. Und 2,50 Meter. 2,50 Meter, oder? Ja. Ja, du Fetti. Hallo, okay. Ding hat gemacht. Und kleine Lachs. Also sind sie jetzt doch weiter nach unten gegangen oder in der Mittelwasser. Die Höhe ist die eine Sache, aber ich glaube auch, dass wir auf Stand das Vorfach von unten hochkommen. Das Wasser ist so klar, wir scheinen die Posenmontagen zu sehen. Und das erklärt auch, warum es dann auf derselben Tiefe, aber mit der anderen Montage beißt. Sehen die Schnur nicht, wenn die von unten hochkommen. Oh, okay, drin. Schöner. So Leute, bis auf Grund. Ja, hab so ein bisschen jetzt mal ausprobiert. Ja, aber weit raus. So. Und der Vorteil der Klinge liegt hier ja. Ne? Ja, komm. Ketchup? Warte, einfach. Ja, nein. Nein, erstmal nicht. Lass mich mal ganz kurz. Ja, Ketchup ist immer, ne? Muss man dann. Ja. Muss man sich ja nicht auch. Nein. Ja, danke. Ja, ich hab gedacht, wenn die Farbe nicht funktioniert, probierst du was anderes auf. Ein bisschen kleiner. Also die Vormachtstellung des Fettes ist gebrochen. Nein, da war keine Minute drin. Sagt Bürger Dohmeier immer. Der fängt halt weg. Warm geworden. Come on.
Jetzt ist die Fläche. So Leute, ja, ein bisschen jetzt rumprobiert und der nächste schöne Fisch. Also erstmal auch hinten die Kamera aus und ja, musste mal lieben Dank an Bernd. Der hat mir nämlich geholfen, Kamera, Akku wechseln und Fisch halten. Deswegen habt ihr da den Live-Biss nicht drin gesehen von der Klingel. Aber ja, ich habe so ein bisschen rumprobiert mit Libralure und habe jetzt mal auf eine Farbe gewechselt, wo ich auf jeden Fall weiß, die funktioniert immer. Die Rute lag vielleicht 2-3 Minuten und ja, der nächste schöne super kleine Lachsforelle hier im Weber steht. Also echt schöne Fische und die kämpfen. Ja, Erfolgsköder war Libralure Lava Weiß. 2,5 Meter Vorfach und dann hier so mittig reingeworfen. Also Frank hatte ja auch eben mit 2,5 Meter auftreibend gefangen, aber er hatte ja mit Oliv. Und ich habe mir gedacht, 2, 3, 4, das vielleicht eine andere Farbe nehmen und zack, weiß ausprobiert. Weiß ist ja eine Grundfarbe und lief. Stand war noch die beste Montage, aber leider habe ich jetzt nach den Szenen ja leider einen kleinen Spritzer abbekommen auf die Kamera, deswegen ist da ein kleiner Fleck zu sehen. So Leute, die nächste aufgrund. Wo ist die denn hingezogen? Oh, weg. Weg. Oh nein. Weg. Ich hatte dann einmal einen Platzwechsel gemacht, natürlich mit meinem gesamten Material. Die Grundrute hatte ich vorhin einfach rausgeholt stehen lassen. Und dann bin ich dann einmal in die Ecke gegangen, weil da A, keiner geangelt hat und B, hat der Wind so ein bisschen dahin gedrückt. Oh, Leute. Oh. Wo ist die denn? Angezogen. Oh nein. Ah, jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei, Leute. Im Lachs. Oh. Hat da eine Goldie gesehen? Bin mal hier rüber gewechselt. Und die Lachs kam von unten hoch. Also, bei der Goldenen stehen immer normale. Hatte gerade Glück, ey, die ist da ins Holz rein. Jetzt hab ich. So, Leute. Ja, hab gedacht, hinten bei uns da hat sich gar nichts mehr getan. Und dann habe ich jetzt mal einen Plattwechsel gemacht, also wirklich mit den kompletten Sachen. Und ja, hier an dem, ja, diesen Dreibein. Ich habe da eine goldene gesehen und da war auch eine kleinere und dann habe ich gedacht, ach komm, lass mal ein bisschen absinken an der goldenen vorbei und dann kam ein dunkler Schatten und da kam diese schöne Lachsforelle raus. Ja, musste so ein bisschen Akrobatik machen, weil eine Schnur hatte sich in dem Holz verfangen und ich dachte, ach scheiße, gleich ist sie weg. Aber Schnur ist dann rausgekommen und ja, der schöne Fisch, also hat auch einen super Fight abgeliefert. So läuft man doch. Platzwechsel, ich habe so zwei, drei Goldies hier gesehen und wurde gleich belohnt. Ja, Erfolgsköder war wieder weiß-orange und ja, ich habe da gesehen, da stehen so ein paar Fische, 5, und habe so ein bisschen absinken lassen. Wirklich, ich habe gesehen, da war eine goldene, ich so, hä? Und habe dann im Prinzip in der entsprechenden Tiefe absinken lassen. Ja, ein totales Paradebeispiel. Umgezogen, Fisch gesehen, angeworfen und natürlich war hinter der goldenen die dunkle, also bei einer goldenen stehen immer ein, zwei dunkle nebenbei, deswegen auch immer anwerfen. Ganz sauber. Aha, Tipps von Bern. Tipps von Bern. Tipps von Bern. Ja. Wir kommen mit dem Zettel da. So, ich bin immer so ein bisschen. Als die so flach stehen, ist nicht krass, das ist halt wie im Sommer. Ach so. Mal wie flach die gebissen hat, ne? Oha. Mhm. Mhm.
Das Kaiserwetter heute war definitiv nicht so ganz auf meiner Seite. Die Forellen fanden das nicht so gut, waren dann nicht so in Jagdlaune. Aber dafür lief die passive Methode. So ist es mal. Tipp von Bernd hier, ne? Kapo, er kennt seinen Teich. Also Leute, ne, wenn ihr schlecht oder nicht so gut fangt wie ich, dann geht. Aber einfach Bernd fragen. Bernd fragen, da gibt es euch gute Tipps. Oder Susanne. Oder Susanne, genau. Oder Roger. Oder Moritz. Oder Moritz. Na komm, lieber noch nicht. Ich kenne den Kescher nicht von mir, oder? Ich bin der Kescher. Alleine also. Keschern kann er nicht. Natürlich. Hallo. So, Petri. Hallo. Danke. Dann mal her den schönen Fisch. Oh, schöner Fisch. Sehr schöne Farbe. Wir hatten noch sehr, sehr viel durchprobiert. Gummiköder, sonstiges. Aber es war heute dann definitiv nichts mehr zu machen. Die Fische hatten so eine bestimmte Beißphase und danach war Schluss. Aber trotzdem wurden wir mit wirklich schönen Fischen belohnt. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen vom Material habt, schaut doch mal einfach in die Videobeschreibung. Und meine Köder, Spoons, Snaps bekommt ihr bei Kleinanzeigen Bock auf Forelle. So Leute, haben Feierabend. Ja, Frank hat heute... Ich hatte 5 Lachse und zum Schluss an Teich 4 einen wunderbaren Abschluss. Man kann da wohl auch mal rübergehen, wenn nichts los ist. Also das war jetzt kein Exklusivrecht für uns, sondern dürfen alle. Ja. Und da habe ich echt einen wunderschönen, kleinen, hübschen Saibling gefangen. Das fand ich geil. Ja, genau, bei dir war eine Montage Libralur vom Grund auftreiben, 2,5 Meter und oben Maracas. Da hat ja Bernd dir den Tipp gegeben. Hm. Ja, Frank hat heute einmal mit den Vornmontagen geangelt und hat dadurch ja, mit der Maracas oben nochmal 2 Fische mehr gefangen. 3, genau gesagt. Ich will gar nicht jetzt hier MacBesser. Ach so, ja. Das war Bernds das Tipp. Und ja. Ich so, da höre ich doch auf den. Ne? Ja. Von oben, aber dann Pilotkugel Bienenmal. Und gut, der Schwarm war dann in der Mitte. Oben, ungewöhnlich bei den Temperaturen. Egal, und rein und kam auch sofort ein Biss. Ne? Genau, richtig. Und dann hast du dann nochmal gefangen. Gummi war wirklich so ein bisschen, ja, ein paar Bisse bekommen, aber war nicht ganz einfach. Aber wir haben unsere Fische zusammengepickt und waren wirklich schöne Fische. Super schöne Lachsforellen. Du hast dann nochmal den Saibling und. Ja, das war echt ein wunderschöner Abschluss. Genau. Das auf Spoolen, das ist überhaupt nicht mein Kompetenzbereich, aber es hat gereicht dann. Ne, ja. Genau. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, in die Kommentare damit. Und lasst mir doch ein kostenloses Abo da, kommentieren und Like. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.